Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry 3. Wir sind ja da gerade dabei, so ein chinesisches altes Grabmal oder was auch immer das ist, hier durchzuforsten. Und sie hat hier diese ganz schweren Rätsel gemacht, wo man hier irgendwelche komischen Schalter drücken musste und was weiß ich was. Hochkomplexe Rätsel halt. Ich wäre fast nicht weitergekommen. Aber jetzt machen wir uns hier weiter und schauen, was hier im nächsten Raum sich verbirgt. Können wir uns auf jeden Fall hier hochstellen oder was? Ah, hier ist ein Teil von unserem Kompass, oder wie? Ich dachte, wir haben schon komplett. Ist das, wonach ich suche? Scheiße. Ah, ja. Man hebt ein Stück Stein hoch und alles fängt an einzustürzen. Yay. Wir lieben Game Logic. Okay, das sammeln wir mal hier mal eine ganze Scheiße, noch einer hier rum ist. Weil hier, glaube ich, kommen wir nicht mehr hin. Also, wir müssen hier noch ein bisschen genießen, was hier. Alter, was ist denn das? Und ich dachte eigentlich, hier müssen wir irgendwie so ein komisches Schiff finden von diesen Chinesen. Okay, schön langsam. Was macht er denn hier? Boah. Ich bin jetzt nicht darauf gekommen, dass ich die A drücken muss, um nach links zu kommen. Guck mal nicht so weit nach unten. Das ist zu gut. Das ist ein Stein, das ist draufgefallen. Game Logic. Ah, okay. Ja, Skript, Kamera, auf geht's. Dann tun wir schon wieder raus. Das ging aber schneller. Ich hätte erwartet, dass wir irgendwie da unten noch irgendwas machen können. Und nicht, dass wir hier schon wieder direkt rauskommen. Wie findest du mich immer? Ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Helen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hä? Na fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte dich mit Keith. Ich hab nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich sehe dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Was geht mit den Kerlen hier ab? Die sind hier total drauf. Wo sind wir hier gerade rausgekommen? Sind wir gerade aus dem Wasser hier geklettert oder wo kommen wir hier gerade her? Mir noch nicht so ganz ersichtlich. Müsste hier irgendwo ein Eingang sein, wenn wir hier rausgekommen sind. Mal gucken, ob wir überhaupt hier auf der Insel jetzt drauf sind. Also so weit weg dürfen wir eigentlich. Wir steigen dort hinten unten in so ein Teil rein und kommen da ganz da hinten raus. Ah, so weit sind wir gar nicht gelaufen da unten. Da müsste da unten voll die Strömung herrschen. Wenn sie uns von irgendwo her rausgezogen hat. Auf, um mich zu ballern hier. Oh, ich habe einen Kopfschuss gemacht. Ja, komm mir entgegen. Ja, hätte mich jetzt noch erwischt, ich hätte mal 10 XP bekommen. Oh, hätte ich ja da drüben bleiben können, wenn ich hier sowieso wieder schon ballern. Komm, ich hab deinen Kopf getroffen, du hast sogar geraufelt deswegen. Gott, wie ich dich mal wieder außen rum schießen kann. Was mache ich denn schon wieder? Sonst hätte ich Q gedrückt, hätte ich überlebt, aber wenn ich ihn abschießen will zuvor, bevor ich mich heile, logischerweise, dann sterbe ich natürlich. Ah, komm, Lex wieder am Arsch. Was ist denn heute los? Geht gar nichts. Okay. Wie habe ich jetzt hier ein Jetski? Am selben fucking Spawnpoint. Okay. Ist hier irgendwie ein Gegnergebiet oder wie ist das hier? Ich habe es noch nicht so ganz überrissen. Mein altes irgendwie hier dann. Nicht Karte durch die Gegend ziehen, sondern anderer Scheiß. Nein, wir sind eigentlich gar nicht im Gegnergebiet. Ich habe so eine Prüfung der Rakiats. Ich glaube, wir nehmen hier als nächstes mal erstmal hier allen roten Scheiß noch ein, den wir hier sehen.
Das hört sich erstmal einen guten Plan an. Und dann machen wir einen auf Rambo und Zusatzmissionsscheiß. Mit welchem fangen wir am besten an? Ja, mal mit dem hier unten. Dann arbeiten wir uns praktisch von rechts nach links durch. Das ist auch irgendwie eine. So eine komische, lustige Speicherkarte oder wie? Wieso sind da Gegner? Erklärt mich bitte auf. Ja, da ist ein Tiger. Nice, Tiger. Nice. Haben wir gleich hier nochmal erwischt? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist der Tiger weg? Ne, der jagt hier noch irgendwas. Irgendein Schwein hinterher. Tiger, wieso jagst du dieses Schwein? Während ich dich jag. Ich komm, jetzt hab ich ihn schon echt oft angeschossen. Hey, komm, wie viel Magazine muss ich denn in den reinballern? Hier im Bärenfell wäre natürlich auch mal eine Aktion. Hatte ich noch gar nicht. Gott, ey. Jetzt hab ich gegen den Baum geschossen. Hä, stand das hinter irgendwas? Ich hab doch voll in den Kopf reingeschossen. Na gut, dann nehmen wir uns halt einfach bloß das lustige Tigerfell, was da hinten ist. Und wieso sind eigentlich so viele Gegner unterwegs? Hier ist doch, wie gesagt, kein Gegner-Territorium eigentlich. Wo ist jetzt nochmal das Vieh gestorben? Das war doch hier. Mann, ich hab meinen Tiger aus den Augen verloren. Oder war das irgendwie hier hoch? Wo dieses Blues hier irgendwie so rumbackt. Nee. Okay, das ist hinter dem Stein. Gott, das habe ich schon echt wie den Tiger aus dem Augen verloren. Na egal. Und dann fahren wir jetzt einfach da runter. Hier ist doch eigentlich. Oh Gott, ich will hier jedes Mal mit Alt die Karte ziehen, obwohl ich sie gar nicht machen muss. Echt scheiß Macht der Gewohnheit. Wo bin ich jetzt gespielt? Jetzt habe ich mich schon wieder aus den Augen verloren. Ich war doch da oben gerade noch irgendwo. Ah, dort, genau. Achso, ich bin hier relativ weit weg von irgendwelchen Punkten, die mir gehören. Vielleicht liegt es daran. Egal, wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal dieses Quad hier und dann bügeln wir einfach da quer runter. Das ist mir scheißegal, was dazwischen ist. Und dann machen wir hier einen auf. Keine Ahnung. Auf Rambo oder drüben in dem Lager von den Gegnern. Kann man hier auch so anders rumfahren? Na, werden wir schon feststellen. Ja, stimmt, hier ist noch dieses Ding hier unten. Das ist, jetzt müssen wir nach rechts kommen, oder? War hier eine Straße runter? Ich habe gar nicht aufgepasst. Nein, das ist natürlich nicht. Wir müssen Querfeld einfahren. Fahren wir Querfeld ein. Mit einem Quad geht es hier ganz gut. Man sollte auch nicht allzu viel Shit dazu sein. Oh, komm, ich schaff's natürlich genau das Ding zu befehlen. Ich will nicht in diese komische Tempelanlage reinfahren. Alter, was geht denn hier verkehrt? Komm, fahr zu! Scheiße. Okay. Ach, da geht's ja ganz schön runter. Hallo! Alter, ich rutsche einfach nur. Ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Wir leben noch. Wir leben immer noch. Yay! Beste Quadfahrt ever. Er ist mich da, als ich runterkatapultiere von dem Teil. Ah, 10 mal immer sogar. Ach, Scheißsteine, ey. Ich werde ein bisschen ruhig. Ein paar mehr unsichtbarer sein. Oder durchsichtiger, wie auch immer. So. Dann schauen wir mal. Ach, wir sind hier schon da. Dann hätten wir den erstmal. Okay, dann schaue ich mal da hinten irgendwie um. Hochkommen. Ja, kommen wir. Perfekt. Dann kommen wir uns ein bisschen wieder. Und erstmal wieder gucken, ob wir, was wir hier alles an Gegnern finden. Stellen wir uns mal geschickt zu diesem Baum hin. Wie man das so macht, so als. Hier, die Taste brauche ich. Sniper. Und zwei weitere. Und das war's dann schon, oder wie?
Sieht so aus. Okay, dann holen wir uns erstmal den Sniper weg, weil der ist irgendwie hier der Oberlappen vom Dienst hier da oben. Gott, wie schwer. Das ist hier, wenn er die richtige Waffe zu finden. Da unten wäre nochmal einer. Wenn ich dich finde, bist du dran. Da hinten ist nochmal einer, was wollen wir? Wow, das war gut. Jetzt haben sie mich entdeckt, so eine Scheiße, okay. Das aktiviert der Penner auch noch den Alarm. Was haben die denn mit ihrem Molotov-Cocktail? Wieso haben die so viele von dem Scheißding, ey? Okay, dann machen wir uns die Rambo-Methode. Auf geht's! Auf geht's! Kommt, ihr blöden Behinderten. Die kommen aus dem Süden. Ein Scheiß kommt die aus Süden, ey. Bis ihr da kommt, ist hier schon alles weg. Tot. Okay, dann schauen wir mal, wer hier so irgendwie das Verstärken reingekommen ist oder noch kommt. Von dort kommen die Jungs. Ja, verreckt, gefährlich. Brennst schon ewig. Statt. Irgendwie weiterzulaufen, wenn man brennt, um den Gegner zu töten, würde ich mich doch erstmal darum kümmern, dass ich das Feuer, das auf mir ist, wieder rausbekomme. Wir kommen hier von euch Jungs hier noch. Wir kommen von Osten rein. Kann ich das hier irgendwie ausmachen? Kann ich zumindest kaputt schießen. Ja, klar, komm. Komm, ich hab ihm gerade einen astreinen Kopfschuss gegeben, dem Penner. Aber er will irgendwie davon nicht ins Gras beißen. Ne? Mach die Jungs hier bitte. Hier liegt schon wieder so eine Granate im See. Ah, hier. Fast hier vorne wird sie auch schon. Oh, das muss ich wieder heilen. Wieso kommen hier eigentlich so viele als ja, kommt schon. Ja, wie ich wieder super außen rumschießen kann. Da ist noch einer. Ein RPG oder was hat er da? Ich habe irgendein Viech freigelassen vorher. So. Das war eine Geburt, ey. So viele Gegner und wo die am Anfang echt nur 4 oder 5 waren, das sind ungefähr nochmal die dreifache Masse hier reingestürmt. Und jetzt kommt ihr Penner natürlich. Neu im Job, Shadow. Ja, klar. Nee. Wir werden dafür sorgen, dass er in Rakyat Hand bleibt. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch tolles haben. Hier gibt's was. Ich habe alles in die Luft gejagt und ich höre nichts mehr und ich habe mir nicht wehgetan. Ja, sowas können wir. Wir sind ja schließlich die professionellsten irgendwas-Könner hier. Jetzt können wir jetzt erstmal diese Speicherkarte nehmen, von der ich keine Ahnung habe, für was sie gut ist. Und jetzt schauen wir mal, was diese Shadow ist. Das ist irgendwie so eine Handfeuerwaffe, war das? Eine Faustwaffe, genau so nennt sich dieser Shadow. Ja, ich will da gerne rein. Aber läuft irgendwie nicht darunter. So eine einzigartige Waffe, oder wie? Die kann ich mir nur einmal kaufen, oder wie darf man das verstehen? Was ist das hier eine geile Waffe? Kann sich die echt nur einmal kaufen? Oder wie läuft es hier mit diesen einzigartigen Waffen? Ich habe das noch nicht so ganz überrissen. Aber ich könnte hier wieder einen Haufen verkaufen. Schnellverkauf. Alle unbenutzbaren Gegenstände. Ja. Hört sich nach einem gefährlich guten Plan an. Bernsteingelbe Blätter brauche ich auch nicht. Ja, ich habe keinen Bock damit irgendwas herzustellen. Mich. Glorreich zu faul. Juhu. So, genau. Jetzt muss ich erstmal gucken, wen ich hier von diesen Idioten hier noch ausnehmen kann, die ich hier gerade über den Haufen geschossen habe. Ich brauche mal mehr Geld, um meine Spezialwaffen zu kaufen. Ja, weiter plündern. Was ist der Hund? Nicht stoßen. Achso, ich habe das Ding hier gestoßen. Was hat der denn jetzt angegriffen?
Genau, hier muss ja noch irgendjemand ins Wasser gefallen sein. Den, den wo ich hier so total badass-mäßig im Kopf getroffen habe. Also. Nein, meine Waffe! Meine Waffe! Gib mir meine Waffe wieder! Oh mein Gott, fast hätte ich sie weggeworfen. Jetzt habe ich sie schon wieder, oder? Ja. Ich dachte schon, sie wäre weg. Das. Was grob? Grob? Ihr habt echt komische Sprachen drauf hier. Komisches Volk hier. Krakjat. Verdammten Piraten sind Dreck. Dreck? Ich dachte, sie sind weg. Ah, hier sind so Sniper runtergefallen. Der hat auch eine RPG gehabt. Das war RPG-Sniper oder was? Machen, verstehe ich es echt nicht. Okay, dann. Machen wir es auf Weg zum nächsten Punkt. Das müsste als nächstes an der hier sein. Bevor wir hier irgendwie weiter den ganzen Schmarrn hier einnehmen. Oh, hier müsste es noch eine Kiste geben, die man hier aufmachen kann. Oh, ach, die ist da oben wahrscheinlich. Wenn ich so lustig außen rumlaufen kann. Oder nicht? Ich will nach Hause. Hier soll sie sein. Okay, dann ist sie schlecht im Haus drin. Okay, da habe ich jetzt keinen Bock wieder reinzugehen. Das ist mir gerade zu aufwendig. Zu aufwendig, muss ich sagen. Ja, schön, dass du es. Ja, ich habe jetzt keinen Bock hier diese komische Jägermission zu machen. Die machen wir nachher noch. Ach, wir machen sie gleich. Scheiß drauf. Dann müssen wir hier nicht nochmal herkommen für den Shit. Ja, hier. Ich will Paters Jägersmissionen machen. Ein Menschenfresser, Bogenjagd. Wofür müssen wir denn da hin? Irgendwo da lang, ins Wasser. Dürfen wir jetzt halt, Es sieht so aus, als müssten wir Haie jagen. Bogenjagd erreichen, angeben und rüst du dich auf. Tatsächlich. Müssen wir jetzt hier irgendwie auf Haijagd gehen, oder was? Ich will hier ungern zu Fuß durchfahren. Also zumindest ohne Boot durchschwimmen. Deswegen nehme ich einfach mal dieses Boot hier. Hey, komm. Zu blöd zum Stoßen hier. Komm. Die Waffe muss hier irgendwo noch drauf liegen, wenn es irgendwie halbwegs gut ist, der Scheiß. Aber anscheinend nicht. Der Bogen ist runtergefallen. Wer ist der Mann? Ich! Nein, du bist nicht der Mann. Ich bin der Mann. Wenn hier überhaupt irgendwer der Mann ist. Mit C kann ich das Geschütz wechseln. Okay. Also kann man dieses Zeug hier also doch benutzen, oder wie? Was jemand ist? Okay, irgendwie muss ich in dem Gebiet jetzt Haie jagen, oder was? Jagen einen seltenen Menschenfresser mit einem Bogen. Ist das der seltene Menschenfresser? Jetzt sieht doch einen normalen Hai aus. Wie kenne ich den seltenen Menschenfresser denn? Also so groß ist das Gebiet hier anscheinend aber auch nicht. Das heißt, man kann es sogar relativ gut finden. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie gebacken bekommen. Das ist ein normaler Hai. Man erkennt hier halt auch kaum was drunter. Ich habe halt Angst, dass ich schon über den drüber fahre und dann ist er direkt tot. Would be not so nice. Gerade ich stelle mich jetzt mal hier hinten. Auf das Teil hier drauf. So. Wie lockt man den am besten an? Kann ich hier auf das Teil hier hoch? Ja, kann ich. Bist du der seltene Menschenfresser hier? Bin mir nicht sicher. Egal, ich schieße jetzt einfach mal tot. Das seltene Tier muss erledigt werden. Der ist schwarz im Gegensatz zu den anderen. Könnte es also der auch sein. Oh, das ist der hier. Das ist schon der andere. Der ist dunkler als die anderen. Komm schon, irgendwie werde ich ihn da treffen da hinten. Wie sie wieder abtauchen, die Scheißviecher. Kann man die überhaupt so treffen, die so weit unter Wasser sind? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich habe kaum mehr Pfeile. Okay, mal schauen, ob ich da irgendwie darüber auf dieses Teil hier schwimmen kann. Ah, shit, das ist er wahrscheinlich. Oh, da hat er mir den Schock eingejagt. Scheiß Viech. Wo bist du hin, Scheiß Viech? Wo bist du hin? Kopf raus. Ich sehe den halt von hier aus nicht richtig. Oh. Komm schon, du Scheißviech. Irgendwo muss ich sein. Schwimmt dieses Viech über dem Wasser? Ich bin jetzt gar nicht sicher. Hier dürfte irgendwo sein. Ja, wo ist das Viech? Der schwimmt doch anscheinend schon immer über das Ding hier drüber. Vielleicht dann wieder mal das Ding hier rein. Jetzt habe ich die Explosivpfeile. Wie wechsle ich die wieder? Hä? Wie habe ich die Pfeile gewechselt? Die kann man doch irgendwie hier wieder. Wie kann man die Pfeile wechseln? Ne, so nicht. So auch nicht. So auch nicht. Oder habe ich jetzt schon alle Pfeile aufgebraucht gehabt? Komm, ich will jetzt gucken, wie man die Pfeile wechseln kann. Ach, das geht hier natürlich wieder nicht richtig, oder? Steinwerfen, Hauptwaffe. Vorherige Waffe, nächste Waffe, Karte. Ist natürlich cool, dass wir wieder die super wichtigsten Sachen aufgelistet sind, mit denen man hier alles machen kann. Nein, nein. Okay, dann warte, ich fahre jetzt einfach nochmal Richtung Dings und hole mir neue Pfeile. Das wird wahrscheinlich eher sein. Dass wenn ich schon keine Pfeile wechseln kann, dass sie mir dann einfach fehlen. Ich werde echt auch viele schon in dem seine Richtung geballert. Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal neue. Normale Pfeile. Genau, so können wir dann auch hinwechseln mit dem Teil. Dann drehen wir wieder um und jetzt fahren wir ein bisschen näher zu dem Kerl hin. Zu diesem super geilen Hai hier. Komm, das kann nicht so schwer sein, so einen behinderten Hai zu jagen. Hier, so. Ich fahre jetzt auch bis zu diesem Teil hin. Das sollte echt sein, dieser Mensch. Komm. Ist halt irgendwie witzlos, diese Mission. Das Viech kann halt einem überhaupt nichts. Insofern man sich nicht. Jetzt habe ich ihn getötet. Nice. Dann holen wir uns mal kurz dem sein Fell. Also gut. Während er fällt, ist er anscheinend auch irgendwie leichter plünderbar, muss er sich nicht so behinderte Animationen geben. Was macht er denn hier? Ich dachte, ich hatte hier alle Haie getötet. Guck raus, blöder Hai, guck raus. Jetzt habe ich gerade hier müsste sein. Gott, wie schlecht man den sieht. Das ist ein Manta-Rochen. Ich dachte, das wäre jetzt dieser Hai gewesen. Dann tauchen wir einfach mal hier runter. Mal schauen, was hier ist. Ah, hier ist eine große blaue Kiste mit Edelstein. Und ein Relikt. Das ist hier voll die Unterwasserstadt hier. Leck mich am Arsch. Ah, dann gehen wir hier mal ganz fix wieder raus, bevor uns die Luft ausgeht. So. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg, glaube ich, hier weiter Richtung zu dem nächsten Punkt, den wir hier einnehmen müssen, oder? Was war das hier? Genau, da wo ich eigentlich hin wollte. Hier runter. Hier oben ist ja nichts mehr, oder? Wir sind jetzt hier. Ach, dann können wir hier einfach die Küste runterfahren. Das ist ja fast einfacher dann. Machen wir das so. Fahren wir hier entspannt die Küste runter Richtung nächsten Punkt.
Das hört sich einen gefährlich guten Plan an. Aber ich glaube mal, den nächsten Punkt da hinten, den machen wir erst in der nächsten Folge. Mir ist wie immer ja echt lang dabei. Daher eigentlich einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.